Und die werden alle beim guten Alten einkaufen wollen. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich kann mich auch vor dem Kundenansturm gar nicht mehr halten, der gerade schon ist. Jo, Leute. Und willkommen zu einem neuen Video auf der Grill ID. Ja, Freunde, wir haben hier unsere krasse Stadt schon weitergebaut. Da hinten ist jetzt übrigens auch eine Brücke, die ich gebaut habe. Das heißt, Freunde, jetzt, wo die Brücke da ist, können wir auf jeden Fall auch hier drüben weiterbauen. Und hier ist noch einiges am Platz. Hier muss noch so viel gemacht werden, Freunde. Hier haben wir sogar schon mal die Bereiche ein bisschen reserviert und alles. Hier haben wir eine krasse Sicht auf unser Haus. Das können wir auch noch alles später verbinden, Freunde. Aber, Freunde, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Denn wir haben heute was anderes vor. Und zwar haben die ganzen Leute hier in der Stadt auf jeden Fall Hunger und Durst. Und die brauchen irgendeine Art Restaurant, Taverne, Spelunke. Ihr wisst schon, Freunde. Und deswegen habe ich mir etwas Großes vorgenommen. Und zwar, Freunde, werden wir hier eine richtig große Taverne hinzimmern. Boah, das mit dem Schnee regt ein bisschen auf, Freunde. Aber es ist, wie es ist, momentan zur Eiszeit. So, let's go. Ich mach die mal weg. Ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen Blöcke schon gefarmt. Ich gehe mal nach Hause und hol mir die Blöcke, Leute. Und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, hier sind wir bei der Kiste auf jeden Fall angekommen. Und hier haben wir ordentlich Blöcke gefarmt. Oha, das müsste ja reichen, Leute. Übrigens habe ich hier so einen Schneegolem. Mit dem können wir immer ordentlich Schnee farmen, wie ihr seht. Das geht auch super fix. Das macht die Schaufel ein bisschen kaputt, Freunde, aber... Trotzdem, auf jeden Fall geht's, Freunde. So viel kann ich mal euch sagen. So, aber wir müssen erstmal jetzt hier die ganzen Items wegwerfen. Denn wir haben einiges an Blöcken mitzunehmen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Steinziegeln an und ein bisschen Eichenholz nehmen wir auch mit. So, let's go. Und dann fangen wir an, dieses Haus dahin zu zimmern, Leute. Ich werde das Haus natürlich bauen nach Vorlage. Also, ich habe so eine kleine Vorlage mir rausgesucht, damit das Haus auch richtig cool aussieht am Ende. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich fange mal an. Also das Haus ist ganz easy eigentlich zu machen. Ich habe hier schon auf dem Boden so kleine Dinger hingemacht, damit ich ungefähr einen Plan habe, wie es muss, Leute. Aber Freunde, ich will auf jeden Fall erstmal hier die ganzen Wände hochziehen. Boah, ich bin gespannt, Leute. Glaubt ihr, so ein Restaurant kommt gut an hier in Minecraft? Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wenn hier irgendwann eine Brücke ist, dann können die Leute von da drüben auch noch hier lang. Und wenn die Hunger haben, können die vorbeikommen, Leute. So, let's go. Ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Dinger hier hin. Und dann, Freunde, wenn es fertig ist, gucken wir mal, wie es aussieht. So, Freunde, wir haben auf jeden Fall jetzt diese Dinger hier hochgezogen. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal eine Werkbank, denn wir brauchen einige Blöcke, Freunde. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall ein paar Fichtenblöcke. So, wir haben noch Eiche dabei, das ist jetzt nicht so gut. Ja, machen wir erstmal damit weiter, Leute. Und zwar müssen wir die Eichenblöcke so hochziehen. Und zwar hier, 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 hier. So, so. So, ich weiß gar nicht, wie es hier war. Ich glaube, im Mittel nochmal eine. Hier. So, so. Und dann, Freunde, kommen wir auf jeden Fall so eine Art Stelzen dran. Zack. Und dann noch zack, zack. Und ich glaube hier so, so, so und so, Freunde. Das sieht auf jeden Fall ein ultra cooles Haus. Ich musste mal ganz kurz auf jeden Fall Fichtenblöcke holen, denn die brauchen wir auch auf jeden Fall, Leute. Und dann machen wir da so Holzverkleidung und alles. Das wird auf jeden Fall eine super Taverne, Freunde. Und ich habe auch schon eine Ahnung, wie sie nennen werden am Ende. Und zwar nennen wir sie zum guten alten ID. So, let's go. Wir holen uns hier noch diese Fichte. Das können wir uns auch schon mal holen, ein bisschen. Zack. So, und dann machen wir mal zu und dann gehen wir mal dahin. Boah, aber ich muss erstmal snacken, Leute. Sag ich euch ganz ehrlich. Man kriegt ja schon so ein bisschen Kohldampf, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das Ding zu hoch gebaut haben. Ich glaube tatsächlich, ja, Freunde. So, jetzt was ganz anderes. Ich mache hier erstmal eine Werkbank hin, Leute. So, dann haben wir hier erstmal eine Werkbank zum Arkan. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall einiges jetzt an Blöcken. So, kommt das so.
Ah, Freunde. Dann legen wir los. 1, 2. Ey, das wird so eine ortsmäßige Arbeit werden, Leute. Sag's nicht, wie es ist, aber es wird sich lohnen. Also am Ende werden wir hier mit einem super Haus stehen. Ich sag's euch ehrlich, Leute, die Ferne zum Gundeln, die muss auch irgendwas sein. Was die anderen mal alle labern, ne? Blackjack oder Alphastein, die haben sich alle über das Restaurant zum Gundeln lustig gemacht im letzten Projekt. Aber hier wird sich keiner lustig machen, das wird ein Top-Haus werden, sag ich euch. Aber es wird schon wieder dunkel, wir müssen ein bisschen aufpassen, Leute, sag ich euch ganz ehrlich. Aber wir gucken mal, wir kriegen das schon hin, Leute. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir jetzt hier überall, Leute. Dann gucken wir mal, was wir am Ende für ein Endergebnis raus haben, wenn das Haus fertig ist. Wenn das steht, Leute, dann sag ich euch ehrlich, will hier jeder hinziehen. Vor allem, das wird auch so ein Treffplatz sein für die ganzen YouTuber-Insel-Leute. Das Restaurant zum guten Alten. Spezialitäten aus aller Welt, Freunde. So, Freunde, das steht schon mal. Also es wird langsam... Wir haben hier schon einiges hingemacht. Und es wird werden, Freunde. Es wird ein super Projekt werden, sag ich euch, wie es ist. So, Freunde, aber jetzt müssen wir uns erstmal zusehen, dass wir auf jeden Fall weitermachen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall viele von den Dingen. So, dann mache ich mal ein paar von. Dann brauchen wir auch noch Trapdoors. Und zwar einige. So 20 Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich mache noch mal ein paar. Also das wird auf jeden Fall ein krasses Haus werden, Leute. So, zack, zack. Ja, so fast, ne? Auf jeden Fall müssen wir jetzt alles ein bisschen verkleiden. Und ich sag euch, wie es ist, Leute. Es wird stark aussehen. Guck mal, wir machen so. Dann so. 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 Boah, Leute, sag mal ehrlich. Es wird langsam, ne? Es wird langsam ein gutes Haus. Ist ja auch vom guten alten... Heidi! Boah, vor allen Dingen so ein stronges Haus habe ich noch nie gebaut. Ey, das wird übel krass werden, wenn es fertig ist. Ich sag euch ganz ehrlich, da will ich auf jeden Fall auch drin wohnen eigentlich. Aber es wird halt das Restaurant der Stadt, ne? Also von daher, alles entspannt, Freunde. Wir machen auf jeden Fall dieses Haus fertig. Und ich sag euch, wie es ist. Es wird das beste Haus werden auf dem ganzen Server. So, let's go. Dann machen wir hier auf jeden Fall mal weiter. Wir brauchen anscheinend viele Trapdoors. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht, was er hier gemacht hat. Ich mache einfach mal so einen Block rein. Nein, wir wollen natürlich alles selber freuen und gucken nichts im Internet an. Das würden wir noch niemals machen. So, hier auf jeden Fall so. Hey, das wird so ein stronges Haus, sag ich euch. Der gute alte Heidi macht für euch das gute alte Haus. So, hier müssen wir auf jeden Fall gleich noch weitermachen. Boah, wir brauchen anscheinend noch viele Trapdoors, so wie es aussieht. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, wird. Ich würde sagen, ich verkleide mal alles und wir sehen uns gleich. So, Freunde, hier zwischen kommt noch eine Brücke auf jeden Fall, ne? Und ja, Freunde, die machen wir komplett mit Fichtenholz auf jeden Fall. Boah, ich sag euch, wie ist das für das beste Haus werden auf dem ganzen Server? Oha, die werden alle hier essen kommen wollen in der Taverne zum guten alten Odi. So, let's go. Machen wir auf jeden Fall hier ordentlich mal. Ich bin echt gespannt, wie das ankommt mit die Taverne zum guten alten Odi. Ich denke mal gut, ne? Die Leute wollen es. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Die Leute wollen einfach eine Taverne, wo sie mal schick essen gehen können auf dem Server. Wo sie auch mal einfach den Kopf abschalten können, was ist, Freunde. So, zack. Und ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich bin gespannt, wie es ankommt bei den Leuten. Wir gucken mal weiter jetzt. So, let's go. Ich mach erstmal hier noch die ganzen Loks rein. Ich glaube, hier hinten. Ich weiß nicht, ob da noch hin muss. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch so eine nice Tür hier, Freunde. Und ich würde sagen, ich mache mal kurz weiter und sehen uns gleich. So, Freunde. Wir haben uns auf jeden Fall schon ums obere Stockwerk jetzt gekümmert.
Also ihr seht ungefähr, wie es aussehen wird. Das wird hier einen mega Eindruck machen, Freunde. Und ich glaube, ich mache später auch noch Banner hier, wo dann steht, zum guten alten Heidi. Ey, das wird eine übel große Einrichtung hier werden, sag ich euch. Oha. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall noch Stämme auf den anderen Seiten setzen, auf den Ecken. Aber Freunde, mir gehen langsam die Blöcke aus. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Video heute alles schon schaffen. Ansonsten mache ich den Rest offscreen, aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal weiter, soweit ich kann. So, Freunde, wir haben auf jeden Fall ein bisschen weitergebaut jetzt schon, Leute. Also ihr seht, es ist schon übel cool geworden bisher. Wir müssen auf jeden Fall noch einiges dran machen, Leute. Aber ich sage euch, wie es ist, Leute. Das ist eins der besten Gebäude, die ich je gesehen habe hier auf dem Server. Und das werden auch alle anderen sehen können, wenn ich das hier Blackjack zeige zum Beispiel. Der wird ausrasten vor Freude. So, let's go. Ich würde sagen, wir gehen runter. Wir gucken es uns auf jeden Fall nochmal an von weiter weg. Ah, das wird schon einen riesen Eindruck machen hier, ne? Hier habe ich auch noch so eine Kreuzverkleidung gemacht. Hier kommt eine Brücke drunter. Dann kann man hier reingehen, Freunde. Also ich sag's euch, wie es ist. Das Gebäude wird einen riesen Eindruck schinden. Ich habe nur ein kleines Problem, Leute. Und zwar, mir sind gerade Blöcke ausgegangen. Und zwar, ich habe kein normales Holz mehr. Und deswegen müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt noch ein normales Holz haben. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich habe über viel gefarmt für die Folge hier. Und trotzdem reicht es nicht, ey. Ja, das könnte mies werden, wenn es nicht reicht. Sag ich euch, wie es ist, Leute. Oh, hier haben wir noch einen. Ich glaube, der ist auch ganz wichtig. Den nehmen wir mal lieber mit, Leute. Ich habe ja gar nichts mehr. Ey, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber wir können mal was machen, Leute. Und zwar laden wir mal den Backpack hier und füllen mal hier das ganze Holz ein, was wir haben. Denn wir brauchen ordentlich Platz, Leute. So, das hier müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ey, das reicht nie im Leben, Leute. Aber ich würde ja nicht IT heißen, wenn ich ihn doch irgendwo versteckt was hätte. Und zwar habe ich hier noch ordentlich Holz. Das ist noch vom Abroden vom Dingens, vom Dschungel. Da hinten, als Blackjack und ich den abgerodet haben. Oder besser gesagt, Blackjack. Also hat er ordentlich mitgefarmt und da ist auf jeden Fall ordentlich Holz entstanden. So, ich würde sagen, wir gehen kurz pennen und dann werden wir auf jeden Fall jetzt am nächsten Tag weitermachen. Boah, Leute, das wird ein riesen Bauprojekt. Ich sag's euch. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich das schaffe heute alles. Aber Leute, ich sag mal so, wenn man sich was vornimmt, dann muss man es ja auch zu Ende bringen. Das kann man besonders Timmy mal sagen mit seinem Haus. Das steht immer noch so. Ich habe auch keine Ahnung, was das wird, Leute. Aber ich bin mal gespannt. Aber wir bauen hier auf jeden Fall unsere Taverne zum guten alten Nani, Leute. Boah, das wird übel werden, Freunde. Ich würde sagen, ich gehe mal richtig weiter rein ins Geschehen und dann sehen wir uns gleich, Leute. Weil das wird wohl ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. So, Freunde. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall weiter um das Haus gekümmert. Wir haben jetzt oben auch so eine coole Brücke nach da drüben. Also das ist richtig nice. Da wird so ein Turm entstehen. Dann kann man hier reingehen und kommt einfach in die Taverne vom guten alten rein. Also ich sag's euch, wie es ist, Leute. Hier werden die Leute ein- und ausgehen, ne? Es wird so ein Platz werden, Freunde. Hier trifft man sich. Hier unterhält man sich. Hier lernt man seine besten Freunde kennen. Siehst du, wie es ist, Leute? Gudelde. Ja, Leute. Aber trotzdem, ich will jetzt erstmal auf jeden Fall weitermachen. Ich habe auch jetzt überlegt, dass ich jetzt tatsächlich mit Diorit hier baue. Das heißt, ich will Diorit überall hier hinpflanzen. Sodass es dann am Ende richtig cool aussieht, Leute. Und dann mache ich eine zweite Etage und auf der zweiten Etage kann man dann nach hier gehen. Also es wird nice werden, Freunde. Es wird richtig cool werden, Leute. Hier rüber den Turm mache ich vielleicht noch höher. Ich weiß es noch nicht tatsächlich. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen weiter. So, Freunde, das Restaurant geht voran. Übrigens hat sich MBK eingeloggt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist da hinten auf seiner Insel. Nicht, dass er hier irgendwie Mist macht, Leute. So, aber jetzt gucken wir erstmal. Hier ist übrigens unsere Taverne zum guten Ende. Ich glaube nicht, dass wir genug Blöcke haben, um die tatsächlich heute fertig zu stellen. Aber wir werden sie auf jeden Fall noch fertig stellen. Da müsst ihr keine Angst haben, Leute. Ich weiß, es ist ja immer die große Befürchtung von euch allen, dass die Taverne zum guten Alten nicht fertig wird. Aber Freunde, ich
werde mir Mühe geben, dass ich auf jeden Fall hier heute noch eröffnen kann. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt genug Blöcke habe für die Taverne zum guten Leute. Aber wir kriegen das schon hin, Freunde. So, das Dach ist übrigens das, was am meisten Arbeit in Anspruch nimmt. Das werde ich, glaube ich, offscreen machen. Aber soweit sieht es doch schon mal gut aus, Leute. So, ich wollte jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Fackeln hier reinmachen, dass hier nicht die ganze Zeit Monster spawnen. So, zack. Hier und hier und hier und hier. Oh, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Das ist eine schöne Taverne zum guten Nullen, Leute, ne? Oder sollen wir sie anders nennen, zum guten Nullen? Weiß nicht, Leute. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Fenster auf jeden Fall rein. Boah, und hier ist auch das Panoramafenster zur anderen Insel, Leute. Also, wenn man hier sitzt, dann kann man echt den Tag genießen, ne? Ich mache hier so einen Premium-Tisch. Der wird am meisten Geld kosten, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist eine Geschäftsidee, das hier. Das Restaurant zum guten Nullen. So, dann machen wir hier noch Fenster rein. Und da noch Fenster rein. Und, Moment, haben wir noch ein bisschen Diorit? Ja, es wird knapp, Leute, aber wir haben noch ein bisschen. So, zack. Und ein Diorit haben wir tatsächlich noch. Den machen wir hier hin. Und ich sag mal so, Leute, ich sag's mal so, es kann sich sehen lassen, oder? Es ist halt ein bisschen blöd mit dem Schnee alles noch. Aber ich will auf jeden Fall noch die große Neueröffnung vom guten Nerdy machen. Dafür müssen wir auch ein Schild aufstellen, Leute. Es ist noch nicht perfekt, es ist auch noch nicht fertig, aber es ist der gute Alte. Und ihr wisst, Leute, der gute Alte kommt immer gut bei den guten Alten. So, let's go. Boah, die Leute werden Augen machen, ne? Die werden hier alle zum guten Alten strömen und dann sagen, ey Leute, ich will was vom guten Alten kommen. 2, gecrittet, zack. So, die werden alle beim guten Alten einkaufen wollen. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich kann mich auch vor dem Kundenansturm gar nicht mehr halten, der gerade schon ist. Die werden alle, ich denke mal, die werden alle vom Server hier hin traveln wollen, um beim guten Alten was zu essen, Leute. Der gute Alte. So, aber jetzt müssen wir auch erstmal das Schild aufstellen. Ich würde sagen, wir schreiben hin: Taverne. Taverne. Und dann machen wir hier so: Wir machen das wie bei Minecraft-Helden, Leute. Zum guten Alten. Zum guten Alten Lady. Oder sollen wir es vielleicht hier oben machen? Ich glaube, hier oben ist sogar noch besser. Zum guten Alten Heidi. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Die werden alle anströmen. Vom ganzen Server, Leute. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir ab und zu mal Schnee schippen, ne? Gerade im Winter jetzt. Zur Eiszeit. Ihr seht, Leute, 1 Grad ist es nur. Boah, ich will auf jeden Fall bald die große neue Öffnung vom guten Nanny machen. Sag ich euch, wie es ist. Der Boden muss hier noch raus. Dann mache ich hier noch ein bisschen Inneneinrichtung, Leute. Und dann wird das beste Restaurant des ganzen Servers. So, aber ich würde sagen, Freunde, wir gucken nochmal zu MBK rüber, was der so macht. Nicht, dass der hier irgendwie Mist macht. Oder uns ausspioniert. So, ich würde sagen, wir gehen auf Eis. Da können wir auf jeden Fall schnell Boot fahren. Boah, guck mal, Leute, man sieht sogar von hier. Man will es vom ganzen Server sehen. Wo ist denn MBK? Ah, da ist er. MBK, Bro! MBK? Ja. Bist du da? Ja. Ich hab dir was mitgebracht. Oha. Und zwar kommt das hier direkt aus der Küche zum guten Alnöni. Ein Fleisch. Möchtest du mal probieren? Das ist von unserem Grill, von unserem Restaurant da drüben. Warte. Was sagst du? Boah, oh, ja, lecker. Ja. Schmeckt oder schmeckt nicht? Ja, aber sehr lecker. Jetzt wirklich oder soll noch was ändern? Ja, nein. War lecker. War lecker. Ja, gut. Okay. Gut, dann kann ich dich als Kunden schon mal erwarten, okay? Ja, klar. Okay, ich warte auf dich. Wir sehen uns, MBK. Tschüss. Yo. Tschüss. Ciao. Boah, Leute, habt ihr gesehen? MBK gefällt's auf jeden Fall schon mal. Gut, dann können wir bald starten, das Restaurant-Business. Aber Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Tschüss.